Sie tun so, als bräuchten sie Hilfe, aber es sind brutale Räuber. Überfall auf ein Juweliergeschäft mitten am Tag. Was die Täter nicht ahnen, nicht nur sie haben eine Waffe. Es wird der spektakulärste Fall von Notwehr, den es jemals in Deutschland gab. Willkommen bei Die Spur der Täter. Wer angegriffen wird, der darf sich verteidigen. Das ist die Kernaussage, das ist die klare Botschaft des Rechts auf Notwehr. Aber das sich verteidigen muss dem Angriff und der Gefahr angemessen sein. Und da wird es schon etwas komplizierter. Was zum Beispiel ist, wenn da plötzlich Schusswaffen im Spiel sind, so wie im Fall heute. Es ist die Geschichte eines Ehepaares, das schon mehrfach Gewalt erfahren musste und endlich nicht mehr wehrlos sein wollte. Celle, Mitte September 2020. Es ist ein schöner Spätsommertag in der 70.000 Einwohnerstadt. In der historischen Altstadt gibt es zahlreiche Antiquitätenläden. In der Neuen Straße befindet sich das Geschäft von Bernd und Karin Heinrichs. Seit 50 Jahren handeln sie mit Antiquitäten, Schmuck und Bildern. Bernd Heinrichs ist auch noch ein kenntnisreicher Goldschmied. Es ist 15.40 Uhr. Der Laden ist wie immer aus Sicherheitsgründen verschlossen. Mein Mann und ich befanden uns im Hinterraum, im Büro. Ich saß am Computer und mein Mann, der hatte sein Handy in der Hand und guckte nebenbei Fernsehen. Und es klingelte. Und dann habe ich den Türsummer gedrückt, sah einen Rollstuhl mit jemandem, der den Rollstuhl schob. Wunderschönen guten Tag, die Herren. Was kann ich für Sie tun? Guten Tag. Wir interessieren uns für Uhren. Und in dem drehte sich der den Rollstuhl geschoben hat, der drehte sich um, ging in diese Richtung, praktisch in Richtung Hinterraum. Ich hörte meine Frau schreien, aus circa 10 Meter Entfernung. Und da schrie sie, pass auf, pass auf. Der andere Täter aus dem Rollstuhl, der hechtete hier unter durch, griff gleich beide Armgelenke von mir. Das gibt nach. Riss mich runter, nahm mich voll in Würgegriff, also ich konnte nichts mehr machen. Und in dem merkte ich, dass mein Mann auch nach vorne kam. Sie flehte und jammerte. Und ich bin hin, sage, na warte, schnapp meinen 38er Revolver. Bin hin und sag, aufhören. Lass sie los! Lass sie los! Ich habe ihn bedroht damit, ich spann den Hahn. Und er duckte sich so auch noch so hinter meiner Frau. Und sein Kopf war hier hinten bei ihr oben rüber. Schießen sie in den Arm, schieße ich dort durch, treffe meine Frau. Aber bevor ich daher kam, sehe ich links einen zweiten Mann mit einer Pistole in der Hand. Und nun frage ich sie, jetzt stehen sie hier. Der hört nicht auf. Sehe den mit der Pistole mit beide Hände auf mich zielen. Was sollen sie machen? Lass sie los! Lass sie los! Was kann man überhaupt machen in solch einer Situation? Der Polizeipsychologe Adolf Galwitz kann erklären, was Menschen bewegt, deren Leben in Gefahr ist und wie es dann dazu kommt, dass sie in dramatischen Situationen bis zum Äußersten gehen können. Überfälle sind auf alle Fälle traumatisierende Erlebnisse, wenn das dann auch noch Überfälle sind, wo es wirklich um Leib und Leben gegangen ist. Was die Angst betrifft, ist es auf alle Fälle etwas, was das ganze Leben in diesem Überfallsopfers wirkend bleibt. Die Geschichte der Heinrichs, die ihr Leben verändert, beginnt vor über 20 Jahren. ...1998 passiert das, was die Antiquitätenhändler eigentlich immer befürchtet haben. Am 9. April 1998 wird ihr Geschäft in der Neuen Straße das erste Mal überfallen. Bernd Heinrichs ist an diesem Nachmittag gerade aus dem Haus gegangen. Deshalb ist seine Frau Karin allein im Antiquitätengeschäft. Down!
Also ich habe sekündlich gedacht, dass er mich erschießen wird. Also ich habe Todesangst gehabt, als ich da gelegen habe. Für Karin Heinrichs geht der Horror weiter. Die Täter wickeln sie in einen Teppich, ein Gefängnis, aus dem sie glaubt, nicht mehr lebend herauszukommen. Die Beute der Täter beträgt damals über 1 Million D-Mark. Für Karin Heinrichs ist nach diesem Tag nichts mehr, wie es war. Das Leben hat sich total danach verändert. Wenn man in die Tiefgarage geht oder sonst wo und es geht einer hinter einem oder in der Bank steht jemand hinter einem oder wo auch immer. Also man lebt ständig in Angst. Das ist nicht mehr, ist gar nichts mehr so wie früher. Die Täter fliehen unerkannt nach Polen. Die Polizei kommt ihnen trotzdem auf die Spur. Kriminalhauptkommissar Heinz-Peter Klages hat damals die Ermittlungen geführt. Er kennt das Ehepaar Heinrichs sehr gut, bis heute. Leider konnten wir diese Täter schlussendlich nicht überführen. Es lagen eine Vielzahl von Indizien vor diesbezüglich. Wir waren auch in Polen, wir haben in Polen auch ermittelt mit den polnischen Kollegen zusammen. Und über einen Hehler ist es uns auch gelungen, ein Schmuckstück aus der Beute, ein sehr hochwertiges Schmuckstück, wieder zurückzuführen. €7.000 wert haben wir aus Polen zurückbekommen, aus Warschau. Ja. Aber ab da hat die Polizei, die war ja auch drüben, Die sagte, also die sind hier in so einem Billardladen da und prunken da mit ihrer Rolex rum und sagen, nach Celle fahren wir nochmal, das lohnt sich nochmal. Da kam die Polizei und erzählt mir sowas. Und ich sage, wie das? Und die, ja, sagt sie, bewaffnen Sie sich, die kommen nochmal. Ja. Bald darauf beginnen die Heinrichs mit dem Schießtraining. So, ich habe euch eine kleine Auswahl mitgebracht, damit ihr mal ein bisschen sehen könnt, was euch liegt, was euch steht. Die Heinrichs entscheiden sich für einen 38er Revolver. Eine Waffe, die jeden Angreifer stoppen kann und die auch bei seltenem Gebrauch zuverlässig funktioniert. Es gab auch bei der Polizei, auch bei uns damals, auch kritische Stimmen, die eher eine Gefährdung auch für die Eheleute Heinrichs gesehen haben, als denn einen Schutz. Letztlich habe ich dem zugestimmt, dass sie, habe ich quasi mein Wort auch eingelegt, dass sie einen Waffenschein bekommen sollten. So, und das sind großkalibrige Waffen, das heißt, die schießt man prinzipiell zweihändig. Das heißt, die eine Hand und die andere unterstützt genau und sie ziehen das ein und die Waffe richtig fest in die Hand halten, weil es ist ja auch ein Rückstoß da, ja. Die Waffe geht erfahrungsgemäß nach oben. Oh. Seit 1998 trainieren Karin und Bernd Heinrichs regelmäßig und haben auf dem Schießstand viele tausend Schuss abgegeben. Wir haben ja damals eine sehr gute Ausbildung gemacht und waffentechnisch und so weiter. Und wir sind vierteljährlich machen wir unser Schießen, was uns vorgeschrieben ist. Nach Jahren des Trainings fühlen sie sich sehr sicher mit dem Revolver. Sie wissen um die große Verantwortung, die im Besitz einer Waffe liegt. Eine Waffe, die sie in Geschäft und Wohnung immer bereit liegen haben, damit sie sie im Ernstfall auch einsetzen können. Denn neben der Angst vor weiteren Überfällen kommt es auch mehrfach zu Einbrüchen bei den Antiquitätenhändlern. Dreimal. Ja. Ich stand auch schon jemand
der auf oben in der ersten Etage bei uns eingesprochen ist und auf ein Schlafzimmer. 20 nach 2 kam der mir auf den Flur entgegen. Ich stehe ihm gegenüber, ziel so und sage, die Polizei kommt. Die kam noch gar nicht. Der dreht sich um und rennt. Ich hätte noch hinterher schießen können, habe ich nicht gemacht. Schießt ja niemand in den Rücken. Tja. All diese Erlebnisse spielen auch am 14. September 2020 eine entscheidende Rolle. Also grundsätzlich muss man sagen, jeder Mensch, der eine Waffe besitzt, hat eine schwierige Situation in einer sogenannten Notwehrsituation, weil er natürlich so ein bisschen als überlegen, als subjektiv stärker, als Kampfmaschine vor dem Gesetz angesehen wird. Und jetzt ist die Frage, um welchen Wert, um welchen Geldbetrag geht es? Kann ich jeden Menschen mit einer Handlung bedrohen, die möglicherweise sein Leben auslöscht, wenn es um Geld oder Wertsachen geht? Ich sag, schieß, weil ich hörte, dass der jetzt anfing, mit Handschellen rumzuklappern. Ne? Der hatte ja alles mitgebracht in seinem Rucksack. Er hat Handschellen mitgebracht, ein Messer und so weiter und so fort. Ne? Also der wollte mich dann schon irgendwann zwingen, irgendeinen Tresor aufzumachen. Ne? Ein guter Ausbilder im Verteidigungsschießen hätte ihm beigebracht, jetzt schalte ich zuerst den mit einer vermeintlich scharfen Waffe aus. Das wird auch den zweiten Täter, der meine Frau im Schwitzkasten hat, genügend schockieren, dass er seine Absicht aufgibt. Und wenn nicht, kann ich in den nächsten 2 Sekunden diesen zweiten Täter ausschalten. Ich sag, schieß. Schieß! Ich kenne meine Pistole, ich bin 20 Jahre Waffen, habe die seit 20 Jahren und muss auf Zielscheiben schießen und weiß, dass sie nach oben zieht. Und dann bin ich das passiert alles in einer Sekunde. Habe ich die Hand so gedreht und dann zieht sie so, um sie nicht zu treffen. Ich habe hier gezielt und habe hier in Augenbrauen getroffen. Vielleicht nur verletzt. Ich wollte ihn nicht umbringen. Ich wollte ihn verletzen. Er sollte aufhören. Es ist ein Unterschied, ob die Frau rufen würde, hilf mir, oder ob die Frau eine Art Befehl gibt, schieß oder schieß doch. Das heißt, die Entscheidung in diesen Millisekunden von dem, was der Mann, der Ehemann gesehen hat, von dem, was er theoretisch gelernt hat, von dem, was er eintrainiert bekommen hat, wird jetzt massiv überlagert durch diese emotionale Beeinträchtigung. Meine Frau ist nicht nur im Schwitzkasten dieses einen Täters am Boden, sondern meine Frau möchte auch, dass ich schieße, und zwar jetzt. Und nur so ist eigentlich zu erklären, dass er nicht an sein eigenes Leben zuerst gedacht hat, was vernünftig und sinnvoll und ausbildungskonform gewesen wäre, sondern zuerst den Täter, der seine Frau im Schwitzkasten hatte, ausgeschalten hat. Rums, dreh mich um, da zielt der auch. Die wollten uns ja irgendwie erpressen oder was auch immer. Aber der zielt so dann. Und zack, hat er auch angegriffen. Und zwar so, gerade. Und traf die Wirbelsäule hinten. Der hat den Finger an Abzug. Den konnte er nicht mehr krumm machen. Traf genau durch. Ab da war richtig, der fiel auch so um. Mich richtig gewundert. Und hielt dann unten, so war eine Waffe. Guckte aber mit den Augen, schuckte mich an. Ich habe geschimpft. Ich habe gesagt, ihr Dreckschweine, ihr wolltet uns ausnehmen. Das habt ihr nun davon. Tut mir leid, dass ich das so sagen musste, aber es musste raus.
Ich glaube, wenn ich an seiner Stelle gewesen wäre, dann hätte ich das genauso gemacht. Weil es ging nicht anders. Wir hatten keine, mein Mann hatte keine andere Möglichkeit. Es gab wirklich nur diesen einen Weg. Der stöhnte. Dann sage ich so, ruf die Polizei, ruf den Krankenwagen, vielleicht können wir noch was retten. Das ist ja auch ganz wichtig. Die Polizei braucht nur wenige Minuten, bis sie am Tatort eintrifft. Dort ist die Lage immer noch gefährlich. Er hatte seine Waffe in der Hand und ich habe den so im Blick gehabt. Jetzt kommt die Polizei rein und dann sage ich, Vorsicht, der ist bewaffnet. Ich sage, der hat noch eine Waffe in der Hand. Und der ja auch, ich weiß nicht, was der alles mit hat. Ne? Mhm. Und der Polizist, der Erste, der reinkam, muss ich sagen, sehr mutig. Das hätte ich nicht erwartet. Der kam, hat den dann so zwei Finger die Pistole außer Hand genommen und außer Reichweite gelegt. Musste dann über den wegklettern und hat den anderen Handschellen und ein Beil oder was außer Hand genommen. Das war ein Folterwerkzeug, was er mit hatte. Und man kann sich ja vorstellen, was da alles passiert wäre. Die wollten die erpressen, die Finger abhacken oder was auch immer. Und mich, dafür war die Pistole. Ja. Ich wäre gestorben. Ja. Die Tresore waren voll. Ich bin 50 Jahre Goldschmied. Das ist eine ganz schöne Arbeit, was man da auch noch mitunter noch hat. Plötzlich ist alles weg und die hätten uns umgebracht. Diese Einordnung all der gefundenen Werkzeuge und Waffen in eine mögliche Erklärung zeigt eigentlich nur, dass die Bearbeitung des Traumas, ich habe zwei Menschen erschossen, noch nicht beendet ist und dass diese Menschen, die hier überfallen wurden, im Laufe der Zeit einfach versuchen müssen, mit dieser Situation umzugehen. Und da kommt es natürlich zu Hilfe, wenn man sagt, stell dir vor, das und das hätten die angewendet, was die alles hätten machen können. Das soll alles eine Hilfe sein. Eduard H., der Karin Heinrichs im Würgegriff hatte, stirbt Stunden später im Krankenhaus. Die Ermittlungen der Polizei dauern bis in die Nacht. Ein schwerer Raubüberfall mit zwei toten Verbrechern. Denn der zweite Täter, Wladimir T., war noch im Geschäft der Heinrichs seinen Verletzungen erlegen. Gegen Bernd Heinrichs wird sofort wegen Totschlags ermittelt. Der Goldschmied ist geschockt. Ich war da auf der Polizei und die glauben an mich. Ich sage, das war Notwehr und der andere macht mein Anwalt. Die glauben nur Beweise. Die brauchen Schmauchspuren, die wollen ich musste mich ausziehen und so weiter. Alles, DNA, alles. Exakt ein paar Tage später klopft es vorne an der Tür, wieder mit einem Beschluss. Jetzt wollen wir alle ihre Überwachungskameras, sämtliche Handys, sämtliche PCs, sämtliche Computer und überhaupt alles, was so Technik ist, das nehmen wir jetzt alles mit. Ach so, sage ich, wieso das denn? Ja, da könnte ja irgendwas drauf sein, was die verwenden können gegen uns. Ich sag, geht's noch? Die Ermittler müssen herausfinden, ob es sich tatsächlich um Notwehr gehandelt hat. Das heißt im Klartext, der Juwelier hatte keine andere Möglichkeit, seine Frau und sich zu verteidigen, als die Räuber zu erschießen. Vernehmung als momentan Beschuldigter, die Durchsuchung von Räumlichkeiten eines Beschuldigten, das ist ein ganz normaler Prozess. Ich kann ja nicht gleich die Unschuld erklären, wenn die Erschossenen noch am Boden liegen und sagen, ich kenne euch, ihr wart bisher die Guten und selbstverständlich glauben wir euch, aber wir müssen jetzt halt noch ein bisschen ermitteln. Also das muss schon richtig gemacht werden. Das Recht auf Notwehr erlaubt einem Angegriffenen im Extremfall, den Angreifer zu töten. Im Nachhinein zu beweisen, dass die Voraussetzungen dafür vorgelegen haben, ist oft schwierig. Der Grundsatz des Rechtes auf Notwehr ist einfach. Notwehr ist im Straf- und Zivilrecht eine Verteidigungshandlung, die notwendig und erforderlich ist, um einen gegenwärtigen, rechtswidrigen Angriff gegen sich selbst oder gegen eine andere Person abzuwehren. Einfach gesprochen, der Mensch muss bei einem Angriff dem Unrecht nicht weichen. Doch die juristische Prüfung der Notwehr ist oft ein schmaler Grat
und für die meisten Menschen schwer nachzuvollziehen. Die Meinungen darüber, ob Bernd Heinrichs rechtmäßig gehandelt hat, sind auch in seiner Heimatstadt durchaus geteilt. Für ihr bin ich der Held. Für die Außenstehenden, naja, einer sieht es so, einer so. Wir hatten hier schon auch vor einem Laden, da waren auch schon junge Leute und haben mich als Mörder betitelt. Ne? Also das war auch schon nicht nur auf Zuspruch. Ne? Und die sagten, wie kommen Sie damit klar? So, ja, ich komme damit klar, weil man darf einen anderen nicht umbringen oder massakrieren oder was auch immer machen. Das geht nicht. Hier war ein junger Mann, der sagte, ja, ich saß ja im Büro. Die Zeitung hätte das berichtet, dass ich im Büro saß und hätte da Fernsehen geguckt oder was. Und da hätte ich ja bleiben können. Im Büro hat man ja auch ein Telefon. Und da hätte ich die Polizei anrufen können. Und die wäre dann gekommen. Dann wäre das bloß anders ausgegangen. Würden die ja noch leben. Aber was sie denn mit meiner Frau gemacht hätten und wie ich da so zugucken sollte, das hat er nicht gesagt. Klar. Die Erlebnisse in ihrem Geschäft werden jetzt auch ein täglicher Kampf in den Köpfen der Eheleute. Und damit einher geht die Angst, dass Bernd Heinrichs ins Gefängnis muss, weil die Schüsse möglicherweise nicht als Notwehr anerkannt werden. Psychologisch war das schon eine harte Reaktion und man muss sich zumindest erlauben lassen, menschlich zu fragen, hätte es nicht ein milderes Mittel gegeben, hätte es nicht ein Bein gegeben, was vorgestanden ist hinter der am Boden sitzenden Ehefrau, auf das ich hätte erschießen können, hätte es im zweiten Fall nicht eine Möglichkeit gegeben, ein milderes Mittel zu wählen, weiter entfernt von wichtigen, für die lebenserhaltenden Situationen notwendigen Körperteilen. Die Ermittlungen der Polizei dauern bis kurz vor Weihnachten 2020. Dann wird das Verfahren eingestellt. Nach dem Ergebnis der Ermittlungen geht die Staatsanwaltschaft davon aus, dass der Inhaber des Ladengeschäfts in Notwehr gehandelt hat und die Tat damit gerechtfertigt ist. Die Ergebnisse der polizeilichen Untersuchungen sowie die in Auftrag gegebenen kriminaltechnischen Untersuchungen und gerichtsmedizinischen Untersuchungen haben die Angaben des Juweliers stützen können. Karin und Bernd Heinrichs sind erleichtert. Ja, sehr erleichtert. Also wir haben ja in unserem ersten Fachkommissariat hier in Celle, da haben wir einen sehr, sehr netten jungen Mann, einen sehr guten Beamten, sehr einfühlsam. Und der kam dann am Freitag vor Weihnachten. Somit hatten wir noch ein halbwegs vernünftiges Weihnachtsfest. Im Zuge der Ermittlungen hat die Polizei inzwischen einen dritten Täter festgenommen. Alexei H. ist der Bruder eines der erschossenen Räuber. Er soll am Tattag im Fluchtfahrzeug auf seine Komplizen gewartet haben. Ein DNA-Abgleich hat zudem ergeben, dass die Bande vermutlich noch für weitere schwere Raubüberfälle verantwortlich ist. Alexei H. ist angeklagt wegen versuchten schweren Raubes unter Verwendung von Schusswaffen. Ihm droht eine Freiheitsstrafe von 5 bis zu 15 Jahren. Beim Prozess vor der 11. Großen Strafkammer des Landesgerichtes Lüneburg sind auch die Heinrichs als Nebenkläger dabei. Für die beiden ist es enorm wichtig, alle Einzelheiten, die es noch zu erfahren gibt, zu erfahren, weil der Fall alles andere wie abgeschlossen ist und weil man daran auch sieht, dass man nicht einfach unbeschadet, wenn auch im Recht, zwei Menschen erschießt und dann das Leben weitergeht, so wie bisher. Und deswegen denke ich, ist es zur Selbsttherapie und zur Aufarbeitung für die beiden wichtig, einfach diese Möglichkeit zu nutzen. Die Heinrichs haben sich nie wie Sieger gefühlt. Auch wenn vor Gericht bestätigt wurde, dass Bernd Heinrichs aus Notwehr gehandelt hat, um sein Leben und das seiner Frau zu verteidigen, die menschliche Tragödie bleibt. Also mir tut's immer noch leid. Ganz ehrlich, wie man es auch irgendwo sieht und dreht. Ne? Zwei Menschen erschießen ist nicht einfach. Ne? Das ist schon so, dass ich auch dann dachte, naja. Und ich hätte gerne, ich sage mal, bei uns hier vor Gericht gesehen. Aber ist schon so gelaufen, tut mir leid. Auch für die Hinterbliebenen oder Eltern oder was. Karin und Bernd Heinrichs haben ihr Geschäft wieder geöffnet.
Auch nach all dem Erlebten wollen sie nicht aufgeben. Vorsichtshalber bewahren sie die wirklich wertvollen Dinge nicht mehr im Laden auf. Ihre große Hoffnung, nicht noch einmal einen solchen Albtraum durchleben zu müssen. Man kann den Eheleuten nur wünschen, dass sie es schaffen, diese traumatischen Erfahrungen zu verarbeiten. Niemand tötet einfach so ohne Folgen auch für das eigene Leben. Selbst Menschen, die das immer wieder trainieren, ob bei der Polizei oder bei der Armee, haben häufig große Schwierigkeiten, mit solchen realen Erlebnissen klarzukommen. Das war die Spur der Täter für heute. Danke fürs Zuschauen. Am nächsten Sonntag gibt es einen neuen Fall. Es geht um ein finsteres Mordkomplott und den Tod einer Pferdewirtin in Berlin. Mehr dazu am Sonntag. Bis dahin, alles Gute.